ein neuer Tag in der grünen Hölle, würde ich fast sagen. Hallo und herzlich willkommen auch und einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich bin jetzt hier noch ganz unten, zu unterster Ebene, nachdem ich mich mal als Blutfliege irgendwie von irgendeiner Stelle hier raus hab runterfallen lassen und runtergeflogen bin. Und jetzt gucken wir mal, hier soll es Fleisch Wanzenden geben. Okay. Und ich gucke dann immer noch da oben, ob irgendwas Neues ist. Also das ist doch was hier. Das ist ja wie ein G1. So. Dann war hier in der Nähe auch noch eine. So, genau. Dich nehmen wir mal mit. Ach, da hinten ist sie. Fleischwanzen. Ich habe ja alles Mögliche erwartet, aber Fleischwanzen und dann als starkes Kontrastmittel dann dieser, na wie heißt denn dieser Kristallgolem. Haha, das war auch schön. So, mal gucken, ob es hier noch weiter was gibt. Noch mehr Fleischwanzen. Okay. Dann ist ja gut. Also nah dran, dann geht das. Okay. War da noch irgendwo eine? Da hinten ist er. Ja, ja. Okay. Und weiter? Ach, hier, wieder so ein Über. Der darf ja auch nicht fehlen hier. Dieser übergroße. Ja, wieso wird er nicht angezeigt? Hier, der große Waldgolem. Hohoho, ich speichere mal lieber vorher. Ich hatte ihn ja, seinen Kollegen habe ich ja einfach mit dem Beilchen hier einfach mal so klein geschnitzelt. Ja. Vielleicht geht das ja bei ihm auch. Scheibenkleister. Und nochmal Scheibenkleister. Sowas Blödes jetzt aber auch. Ach ja. Mist. Oh, nicht mehr viel. Wer stirbt zuerst? Der Mensch oder der Baum? Schade, der Baum stirbt zuerst. Okay, das ist jetzt ein bisschen metaphorisch gemeint. Oh, da muss ich mich mal wieder aufladen. Gut. Dann schauen wir mal. Hier geht irgendwie so eine Spirale hoch. Das ist schon mal gut. Also wenn es nach oben geht, ist immer gut. Jetzt gab es da noch bestimmt irgendwo ein paar... Ja, hier noch ein Wanzen mit Fleisch. So. Ganz viele Wanzen mit Fleisch. Aber gucken wir noch mal hier. Hier auch noch Wanzen mit Fleisch. Noch mehr Wanzen mit Fleisch. Aha, okay. Habe ich diesen Bereich noch nicht abgesüchtelt. Süchteln. Okay. Ja, dann... Sehr gut. Wunderbar. Das ist echt ulkigst. So, da ist auch noch eine. Hier noch irgendwo. Ja. Welche ist näher? Die ist näher hier. Schön. Gut. Jetzt. Ziemlich eng dran liegen. Es ist wirklich nach so langer Zeit mal wieder so gegen so kleine Biestertjes zu kämpfen, aber da hinten. Ja, das bedeutet schon filigrane Arbeit hier, nicht wahr? So, haben wir schön seziert. Aber die fallen ja auch ein bisschen auf. Also ich erwarte hier eigentlich auch noch so diese Heuschrecken, weil das hier alles so schön grün ist. Dieter Hallervorden. Ja, wo laufen sie denn? Ja, wo laufen sie denn? Ach, ist der Rasen schön grün. Ja, so ein alter Sketch von Dieter Hallervorden. Schauen wir hier nochmal hier die Gegend ab. Das ist so weitläufig. Freunde, das ist sehr weitläufig. Okay, da war ich ja gewesen.
Da ist noch eine fleischende Wanze. Und hier ist auch noch eine fleischende Wanze. So, und jetzt ist die Mucke wieder weg. Ich habe nichts gemacht. Also ich mache das jetzt mal so, liebe Freunde. Ich suche noch hier die Fleischwanzen ab und dann werde ich mich mal da hinten irgendwie nach oben begeben. Ich glaube, so ist das wohl besser. Jawohl, hier irgendwo ganz im Eck sitzt nicht nur eine Fleischwanze, sondern hier sind auch noch Skelette. Also die sind irgendwie alle verstorben. Und das sieht nach einer Zirpennessel aus. Ja, okay, und weiter. Ohne Drachenwurzel, auch schön. Und weiter. Mehr nicht. Na, hier noch eine Drachenwurzel. Ach ja, schön. Okay, ich weiter auf Suche. Bis nachher. Ei, wen haben wir denn da wieder? Ein Kristallgolem. Was war's mit dir? Kristallgolems und Bergkristalle. Das ist schön. Okay, weiter suchen. Ja, da haben wir wieder einen. Und immer. Ja! Oh! Da war ein Tucken schneller. Los, steh auch auf hier. Jung, mach mal deine Tonübung hier richtig fertig. Okay, dann habe ich irgendwo noch was gesehen. So eine kleine Ecke. Und wieder eine Zirpennessel. Sehr gut. Gut für Bonus, Bonus-Suppen, sag ich jetzt mal. Irgendwo habe ich doch noch hier so ein Riesenteil hier sehen. Ja, schaut mal, schaut einer mal, guck. Wieder so ein mächtiger Waldgolem. So, bin aber ein bisschen, Moment mal, hier ist noch eine Fleischwanze. Gucken wir es als erstes. Kann ich die Fleischwanze noch nehmen, bevor ich ihn hier angreife? Okay, kann ich. So, denn, was habe ich denn in petto? Erstmal abspeichern. Bei den großen Feuersturm. Ich glaube, das macht den wohl richtig Schaden hier. Oh, Alter. Oh, nochmal. Nee, okay. Wow, cool. Okay. Oh. Oh, shit. Manometer. Dachte, das wäre cool. Okay, als erstes gucke ich mal, ob ich eventuell hier hochkomme. Wenn er mir dann hinterherkommt. Oder hinterherkommen sollte. Erstmal so eine Art Fluchtweg überlegen. Ja. Passt nicht. Komm. Ja, das geht. Das geht. Okay. Dann mal von hier aus den großen Feuersturm wirken. Okay. Na, wo läuft er jetzt hin? Da ist er. So, mit dem Schuh draus. Ah. Okay. Ach ja. Nicht auf den Rücken fallen. Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht die Fleischwanze treffen. Einstecken und dann hier den großen Waldgolem ernten. So, aber hier war noch ein Feuerfenstlein, hätte ich beinahe gesagt. Und so, ist da hinten noch ein. Das ist auch der, den ich eben kaputt gemacht habe. Jawohl. Die stehen immer so auf. Zuerst sind sie vergraben, dann stehen sie auf. So, dann haben wir hier ein kleines Tümpelchen. So, habe ich jetzt diesen Bereich eigentlich schon durch? Meine ja. Gut, okay, dann suche ich noch ein bisschen ab, bis was Neues passiert. Und hier in diesem Tümpelchen finden wir auch noch Aquamarine. Jede Menge. So, drei Stück. Okay, das war das. So, jetzt muss ich mich mal wieder orientieren, weil ich habe nämlich noch was gesehen.
Liebe Freunde, es war irgendwo da hinten. Da war was. Irgendwo war, hat sich was bewegt, hat was gezappelt. Wo war das? Nee, hier war es nicht, dann ist es hier rechts rum gewesen. Stopp. Da oben? Toll. Irgendwo war doch was. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Und zwar vom Tümpel aus gesehen. Ja, hier müsste es gewesen sein. Ja, nicht die Fleischwanze, sondern noch andere Dinge habe ich gesehen. Irgendwo hier war was. Da. Was für ein Zeug? Nachtcrab. Ein Nightcrab. Ein Nachtcrab. Eine Nachtkrabbe? Im Aussehen eines Scavengers? Sachen gibt's. Und im Hintergrund schaffelt sich die Musik einen ab. Schaffel. Ne? Okay, der Nachtcrab. Der ist gleich weg. Okay, was ist denn das Nachtkrab? So, rohes Fleisch und Federn, okay. Gut, hat es denn hier noch was in der Ecke liegen? Hm, nein. War das? Das war auch nur hier. Flavorskelette. Gut, okay, ich suche weiter jetzt. Nun mal weiter gucken. Jawohl, jetzt befinde ich mich hier auch wieder auf dem Pfad eines Bodenpilz oder mehrerer Bodenpilze. Bin mal gespannt, was hier noch ist. Ja, nix. Nix, nix, nix. Schade, schade, schade. Aber während ich hier sämtlichste Fleischwanzen erledigt habe und ich meine auch das Gebiet jetzt so umfangreichst wie möglich erkundet zu haben, sind mir diese Teile hier aufgefallen. Also hier diese spiralförmigen Dinger. So, und fangen wir mal mit dem hier an. Oder mit dem. Hat der einen Aufgang? Nee, der hat, glaube ich, keinen Aufgang. So, also. Ja, nee, das ist nur so eine Ecke. Da geht's rein. So, dann muss ich mir mal gucken. Irgendeiner hatte doch hier noch so einen spiralförmigen Weg, wo man hochkommen könnte. Nein. Steck mal wieder die Waffe ein. Ja, hier geht es irgendwie auch noch hoch, aber das ist, da geht es irgendwie ganz hoch, oder? Jetzt mal gucken. Ja, das will ich aber später machen, weil ich will wissen, was das hier mit denen auf sich hat. Weil hier, da gab es nämlich Säulen, da sind auch solche Wege, die nach oben führen. Will ich als erstes nehmen, wie zum Beispiel hier, den linken hier. Mal gucken. Jo, okay, den linken. Ja, die Nerven. Die Nerven. Die fleischenden Wahnsinn. So. Und was passiert, wenn ich oben angekommen bin? Gucken wir mal. Oh, das ist noch ein bisschen. Ich denke immer, da geht's nicht mehr weiter. Hier sind wieder so ein paar Pilzchen. Okay, speichere ich lieber mal ab. So. Und das war's dann hier, oder was? Uah. Ey, das sind echt nur Flavor-Pilze. Riesenteile. So, und was ist hier oben drauf? Na, nur eine Fleischwanze. Aber ich habe noch was gehört. Ja, genau, richtig. Und tschüss. Weil das ja jetzt der Preis gewesen sein, dass ich hier hochgeklettert bin.
liebe Freunde. Da war das etwa alles. Ach, schaut einmal mal, guck. Könnte man rübergehen. Dann kommt man da hinten an. Ja. Das werde ich dann auch, glaube ich, probieren. Dann müsste ich aber rüberspringen, so wie das aussieht. Ja, dann speichere ich mal vorher ab. Und schwupps. Ja, das war ein guter langer Sprung. Jetzt tut sich noch hier viel mehr auf. Und zwar hier. Geht's auch noch hin. Hammer, Leute. Das wird dann... Das ist zu weit entfernt. Na, du bist gut. Dann geh mal hier hoch. Genau, jetzt klappt's. Komme ich hier auch auf diesem Wege wieder hoch? Aber da hinten geht's auch noch lang. Ich weiß nicht, was das alles bedeuten soll. Ich weiß es echt nicht. Das hat sowas Intermezzo-mäßiges. Irgendwie so eine Ruhephase. Strong Erkundung. Strong Experiences. Und noch. Hier geht's noch weiter hoch. Ist ja echt der Hammer. Los. Ach, du auch noch. Okay. Fleischende Wanze hier. Weil ich möchte alles erkunden, das ist auch verständlich. Da gibt es da irgendwas, was hier richtig cool ist. Zirpennesseln zum Beispiel. Ach, schaut einer mal, guck. Jetzt geht's hier auch wieder rüber. Oh. Mit Aufschreiben ist da nichts. Oh Mann. Ach ja, dann geht's hier nochmal hoch. Das ist wie blinde Kuh. Ich dreh mich tausendmal rum und weiß dann nicht, wo ich bin. Oh, so, okay. Dann. Da ist das hier ein Übergang zu dem anderen Turm? Ich weiß es nicht. Also das ist wirklich... Ach, das ist die Fleischwanze, die ich von unten gesehen habe. Oh, Mann. Ehrlich gesagt, ihr wisst nicht, wie es mir gerade geht. Oh Manometer. Oh, das war knapp. So, nicht großartig bewegen, Roland. Gehst du nämlich hier verschütt. Super klasse. Ach ja, okay. Wie nah kann ich rankommen? Okay, dann kletter mal bitte hier drauf. Oh ja, okay. Da waren die Experience Points schon vorher zu sehen. Stachel, ja, ja, ich weiß. Ja. Wieso treffe ich dich nicht? So, also im Hinterkopf behalte ich mir noch mal die Treppen vor. Da hinten ist wieder was. Das ist... Also Leute, ne? Also wirklich, ich bin fertig. Erinnert auch ein bisschen an, wie heißt sie, Clara Soft? Clara Soft. Nee, die Lara Soft. Clara, nee, Lara Tomb Raider oder wie sie heißt. Na los, komm. Oh, du bist so hoch. Auch so lustig. Bevor er zuschlägt, stehen da schon die Erfahrungspunkte. Auch mal wieder klasse. Ah. Ich weiß nicht, ob ich da schon war. Da war ich bestimmt noch nicht. Oder geht's auch? Ach, das ist die andere Säule, oder?
Bin ich jetzt hier am Ende angekommen, der einen Säule? Oder wie, oder was, oder was, oder wie? Bums, Jordi. Ja, das scheint wohl zu... Nein, hier geht's auch noch weiter. Oh, Mann. Jetzt darf ich die Treppen da oder die Leitern da nicht außer Acht lassen. Jetzt geht's hier runter. Aha. Okay. Aha. Ja, okay, dann war es das. Dann geht's hier auch wieder runter. Was wächst da denn? Sind das verbote Blasen da? Aha. Ach, da hinten verbirgt sich noch was. Also hier muss man extrem vorsichtig sein. Ich speichere mal. So. Dann werde ich mal hier runterfallen. Was? Achso, okay, du bist ein bisschen gefangen. Oh, hier geht's rein. Hier geht's mal endlich mal irgendwo rein. Hä? Wie hoch ist das? Okay. Oh, sorry. War ich eben aus dem Bild, liebe Freunde. Kann passieren. Jo. Flump, flump. Jo, okay. Na, nicht die Fleischwanze. Hier zum Beispiel die Sumpfgasdrohne. Man hätte sie auch Senfgasdrohne nennen können. Aber wo ist denn jetzt... War da nicht Zweier? War da nicht noch eine Giftfliege, eine Wilde? Jetzt geht's da wieder runter. Uiuiuiui, das Spiel ist spannend. Oder auch noch. Jetzt geht's da auch wieder weiter. Also das ist ja mal so ein natürliches Labyrinth. Aber nicht natürlich gewachsen. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier kann... Oh, warte mal. Ja, hier geht es nämlich auch noch irgendwie weiter. Kämpft sich durch die Pilze durch. Und zwar darüber. Ja, toll. Mit den Leitern, das habe ich jetzt völlig außer Acht gelassen. Okay, merken wir uns mal, hier unten drunter ist der kleine Tümpelflümpel. Und da lauert schon wieder eine Senfgasdrohne. Sumpfgasdrohne natürlich, liebe Freunde. Ach, jemine. So, dann hier noch ein paar... Oh, Grünstöckel. Kronstöckel meine ich. Dunkelpilz. Ich habe noch einen Waldgallentäubling auch noch gefunden. So, das sieht aus, als käme ich wieder auf dem Boden an. Auf dem Boden der Tatsachen. Das heißt, ich gehe jetzt wieder rüber an die Stelle, da wo die Leitern waren. Sonst wird es hier ein bisschen zu hakelig. Nee, hier ist ja noch dieser andere Weg. Hallo? Da bist du ja. Jetzt gut mal. Okay, da haben wir nämlich hier auch noch einen Weg. Und die habe ich ja schon, okay. Dann gehen wir hier rüber. Mann, oh Mann, oh Mann. Also im echten Leben würde ich das nicht bringen, weil da schwindelfrei muss man da sein. Ich bin zwar schwindelfrei, aber mir bleiben einfach die Worte weg hier. Aber trotzdem, ich bin die ganze Zeit angespannt. Verspreche mich ab und zu mal. Und
Ja, wenn man sich so eintaucht, oh, da ist ein kleiner Meshfehler. Wenn man so eintaucht, dann. Boah, das geht ja steil hoch hier. Und oh, jetzt gibt es da die Brücke an Ketten wieder. Okay. So, oh ja, okay, ich kann es wagen. Oh, 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 nein, ich habe nicht abgespeichert. Okay, schnell umdrehen. Du bist weg. Oh, und du bleibst hängen. Du willst nicht runter. Ach, das ist nur ein kleiner. Okay. Oh, den könnte ich natürlich jetzt lösen und dann von da aus irgendwie... Nee, dann geht er mir futsch. Muss ich anders machen. Ich speichere aber lieber nochmal. Weil da ist ein kleiner Waldgolem ist. Vielleicht kann ich ihn halt eben... Ja, genau, richtig. Wow, ich dachte, das wäre schon so ein Riesenteil. Oh, weia. Das war echt ein Schreckmoment in einer Sekunde, oder? Oh. Oh yeah, Adrenalin. Diese Mod macht Adrenalin. Oder die Pilze machen mich kirre. Okay. Ja, okay, da hier war der Waldgolem versteckt und es gibt Kronstöckel. Es gibt Feldknöter, Reach. Es gibt Kronstöckel. Der Herr sei es gepriesen und gepfiffen. Sehr schön. Okay, dann geht's wieder runter. Und dann melde ich mich wieder. Also ich möchte eins wissen. Was hat der Typi hier geraucht, um dieses Ding hier zu kreieren? Okay, ich hab's wieder gefunden. Hier die Leiter. Ne? Also da wollte ich ja hin. Und hier sind wir dann auch rum, glaube ich. Hier liegt nämlich eine Leiter nach unten noch. Aber ich wollte ja die Leiter hier hoch. Okay, dann gehen wir bitte hoch ein bisschen. Wow, wow, wow. Und schon 27 Minuten brutto. Hm. Hä? Hä? Komme ich jetzt etwa hier raus schon? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Nein, kann nicht sein. Oh ja, okay. Na komm. Komm an. Ich mach dich banditisch, axtisch. Okay. Und nicht raus hier. Wieder so eine Brücke. Ich werde meine Runde schlafen hier. Dann schalte ich mich wieder ein. Gut. Hab gut geschlafen. Bin auch wieder einigermaßen regeneriert. Und hier hat es wieder so eine Zwischenbrücke. So, jetzt sieht das auch wieder ein bisschen besser aus hier. Von der Natur. Okay, rüber damit. Ich weiß, ich renne noch. Oh, hier kann auch hoch. Geht's hier weiter? Eigentlich nicht. Höchstens hier hoch zu klettern. Und dann gibt's wieder so einen Steg. Und ich mag Stegs, aber nicht in steiniger Form. Oh, es wird grüner. Es wird wieder super grün. Room Rod. Das heißt, hier geht's nicht weiter. Ja, und das war's dann, oder was? Okay. Hm. Ah, wieder runter. Aber dann muss ich noch überlegen. Ja, nee, dann ich muss wieder ganz runter, wenn es da noch nicht weitergeht. Ah, ich schalte mich wieder ein und gehe die Treppen hier wieder runter.
Treppen, das sind Leitern aus Holz. Okay, los, ganz vorsichtig. Da hinten ging ja noch eine Leiter runter. Vielleicht komme ich da weiter. Obwohl war ich denn... Aha. Okay. Ja, wie es denn hier weitergeht, liebe Leute, in der nächsten Folge. In der nächsten grünen Folge wahrscheinlich. Okay, macht's gut. Danke fürs Zusehen. Tschüss.